Ja, als neues Fünfter hat zu Hause nur ein Spiel verloren. Insofern weiß ich, was auf mich zukommt. Ich habe ein bisschen was gesehen vom Gegner. Stabile Truppe, die mit dem Offenbach-Sieg nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Und ja, dementsprechend sind wir gewarnt. Ich bin gewarnt und bereite die Jungs gut darauf vor, dass wir Top-Leistungen bringen müssen, um zu gewinnen. Ja, ich habe mich relativ wenig mit Alzenau beschäftigt bis nach dem Saarbrücken-Spiel eben, wo ich sage, jetzt gucke ich ein bisschen näher hin und habe dann eben auch einen Kader gesehen mit jungen Spielern, die schon auch loslegen, mit ein paar Erfahrenen, mit ein paar Jungs, die aus dem Alter 25, 26, aus dem Alter 25, 26 kommen, dementsprechend auch schon eine Routine haben, Regionalliga gespielt haben. Eine gute, homogene Mannschaft kommt auf uns zu und wie gesagt, ja, ich habe im Grunde erst nach dem Saarbrücken-Spiel so richtig angefangen, mich mit Alzenau zu beschäftigen. Insofern bin ich nicht überrascht, was jetzt auf uns zukommt, aber jetzt weiß ich in etwa, was da los ist. Ja, Saft ist auf jeden Fall drin. Dienstag war es noch so ein bisschen Erleichterung, glaube ich, nach dem Derby-Sieg für mich zu erkennen. Seit Mittwoch sind wir sehr konzentriert und heute war es auch ein tolles Training. Die Mannschaft scheint fokussiert. Ich hoffe, dass das eben am Samstag sichtbar wird, dass wir sehr genau und gut und konzentriert arbeiten werden. Dann sehe ich einfach wieder eine gute Mannschaftsleistung und das sollte die Voraussetzung sein, um das Spiel zu gewinnen. Es sind alle gesund, bis auf die Langzeitverletzten. Luca Blass und Oliver Stang sind alle an Bord und das stimmt mich auch zuversichtlich.